Moin Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Oblivion. Wir haben die letzte Folge nicht ganz durch Fort No More geschafft. Und machen hier jetzt weiter an der Stelle, da war ja diese überkrasse Mimik. Hier. Man sieht jetzt nicht viel. Moment. So. Hier. Die noch nicht mal was Schönes gedroppt hat. Aber kann man sich ja nie aussuchen, was da liegt. Jedenfalls gehen wir jetzt erstmal weiter in das Fort rein. Jo. Ich hatte ja auch versucht gehabt, jetzt über die Fighters Guild letzte Folge, beziehungsweise bei ein paar. Trainern der Fighters Guild was zu lernen. Ich habe aber keinen passenden für mich gefunden und das ist jetzt erstmal pausiert. Boah. So. Geht direkt hier los mit den nächsten Imps. Und da hinten habe ich auch, glaube ich, schon wieder einen Minotaurus gesehen. Und das irgendwie... nö. Kann man nicht. Ich sehe doch den Imp da fliegen. Oh, es ist dunkel. Fliegt von links nach rechts. Wird lieber so ein... Da fliegt einer hoch. Den da. Den hätte ich am liebsten. So. Ups. Ja. Easy. Kriegen die ja noch ein paar Pfeile ab. Und dann haben wir's. So, erster weg. Hätte schon früher mit dem Bogen anfangen sollen. Mensch. Das läuft ja wie am Schnürchen. Ich mich so an die Banditen zurückerinnere, die ich gekaltet habe. Das erste Fort, wisst ihr noch? Wie hieß es denn nochmal? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Das erste Fort, was wir geklärt haben. Da bin ich ja immer mit den Bandits im Kreis gerannt. Und hab gezaubert wie so ein Weltmeister. So, hier dürfte jetzt alles clear sein. Oh. 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 So, speichern. Ich hätte jetzt gedacht, das ist eine Mimik. Ich war schon dabei, hier wegzulaufen. So. So viel Leben. Bisschen heilen. Wofür sind die ganzen Statuen hier? Fast vergessen zu looten. Ist irgendwas Besonderes hier mit euch? Ach, Sparktrap. Aha. Aha. Das, was ich letzte Folge gefragt hatte, was ich jetzt noch nicht lesen kann, weil ich natürlich schon vorher aufnehme, hat geklappt. Man kann die Traps disarmen. Sind die dann irgendwo hier drin? Nein. Sehr schön. Ja, wahrscheinlich hat das mit dem Security-Wert zu tun. Je höher der Security-Wert, umso... besser funktioniert's. Was bist du? Ach, das sind zwei. Hä? Bin mal gespannt. Ach, hier. Ach, Will-O-Wisp. Ich glaube, die hatten wir schon. Ja, Prentice in Illusion. Oh, guck mal. Das klappt nicht. Das klappt gar nicht. Hilfe. Oh, die sind neben mir.
Das ist jetzt mies. Das ist jetzt ganz mies. Ja. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ja, ich weiß, dass ich nicht genug Magie habe. Aber ich habe doch... Wo ist sie denn? Da. Hier. Erstmal heilen hier. Der Geist nicht so schnell mitkommt, ist ein bisschen belastend. Ach, da ist der Will-O-Wisp, der andere. Haben wir das Magicka abgezogen? Oh! Irgendeine andere Waffe? Nö. Auch keine andere Waffe, mit der ich draufkloppen kann. Vielleicht hilft das was. Versuchen wir es mal. Hat geklappt. Das war's auch. Ja. Ich sehe die nie. Gibt's da einen Trick? Auf einmal ist er vor mir. Okay, der eine ist runtergefallen. Da vorne links ist er doch jetzt. So, da vorne links war er. Hier ist wieder nichts an Licht an. Oh! Was? Okay. Okay. Was lernen wir daraus? Ich bin jetzt ein Apprentice in Illusion. Ich habe keine Waffe für die. Frost Shield, Sorcery. Ich muss die kalten und wegzaubern, okay. Machen wir erstmal hier den Geist her. So. Den Lever pullen wir. So. Hä, wieso ist denn mein Mana jetzt schon leer? Zieht er mir auch das Mana ab? Ich sehe die nicht. So ein Scheißviecher. Ne. Ne. Gizzes. Bei Gizzes. Das hat nicht geklappt. Okay, wenn ich den Geist beschwöre, ist er wahrscheinlich zu schnell da. Also suchen wir es jetzt so. Man sieht einfach nichts mehr. Da ist er. Was ist denn hier lang? Hä? Habe ich nicht gerade mein... Genau, den wollte ich machen. So, jetzt sehen wir wieder zwei. Einer ist tot. Das ist gut. Speichern wir. Der zweite ist da hinten. Lowdust. Gibt Speed zurück und Light. Sieht man nur ganz schwach. Alter! Ich hab schon eine Brille. Ja, weil die Augen schlecht sind, aber... Da! Kollege. Warum haben wir nicht gewettet? Nee. So. Immer noch mal einmal hier so ein bisschen im Kreis laufen. Und dann klappt das auch. So, wo ist er? Da oben.
Jetzt ist er vor mir. Am Schaden! Mist! Fehlt immer noch einer. Es glitzert immer nur so ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen in der Luft. Ah, tot. Sehr schön. Haben wir einen. Es gibt irgendwann einen Pfeil oder so, mit dem man auf den draufballern kann. So. Der macht jetzt wahrscheinlich die andere Tür auf. Du bist bestimmt wieder eine Mimik. Nee, doch. Aber du. Auch nicht. Was haben wir denn hier? Jade-Topas-Ring. Ich würde sagen, das sind doch schon mal gar nicht schlechte Sachen hier. Zumindest vom Geld sind sie alles ziemlich teuer. So. Upsala. Sehr schön. Okay, alle drei Kisten gelootet. Weiter geht's. Jetzt hier zum Endboss. Ich glaube, das war Feierabend jetzt. Ich glaube, wir sind wieder oben. Ja. Wo kommt der denn her? Hoppala. Mein Hassgegner. Ist aber auch nur mein Hassgegner, weil er so schnell ist. So, den haben wir jetzt auch wieder tot. Da ist nix. Ist auch nix. Hä, war der das nicht? Ach, der war's. Gut. Ort No More erfolgreich bezwungen. Schön, schön, schön. So. Haben wir jetzt hier draußen... Ups, falsch. Haben wir jetzt hier draußen noch was? Ja, häufig, dass dann oben auch noch was ist. Wo geht's hoch? Hier? Da vorne ist eine Kiste. Ein Bronzeamulett, schön. Hat sich doch noch gelohnt. Mal wieder ein Sauwetter hier. Gut. War eine kleine Exkursion hier. Wir gehen erstmal wieder jetzt. Was war das denn? Irgendwo hier einen grünen Pfeil. Egal. Wir gehen erstmal wieder nach Breville und machen weiter mit der Diebesgilde. Meine Hoffnung ist ja einfach, dass wir, wenn die Diebesgilde weit genug questen, irgendwann eine schöne Rüstung oder irgendein anderes schönes Item kriegen. Seeking your roots. Brauche ich jetzt erstmal nicht. Das brauche ich erstmal auch nicht. Ja, habe ich. Und hier. Okay, das heißt, das zeigt mir dann beide an. So, sie ist gerade am Pennen. Ich warte jetzt nicht auf der Straße. Gibt es nicht hier noch einen... Gibt es auch noch so ein Inn. Ein Innkeeper. Moin. What? Ich will ein Bett. There's a room free, alright. Right. Irgendwann war ich hier schon mal drin. Take care. So, was haben wir denn hier? Nein? Nein? Ja. Hört so. Und wer hat mein Basket umgeworfen? Gibt kein Trinkgeld hier. Zack. Um 6 sollte sie eher wach sein, ne? Um 6, um 9. So. Ja. Hi. Seht ihr so aus? Also die hier sehen aus wie so die Slums.
die Häuser. So, als selbst so die eine Hälfte der Stadt, da ist so billig und auf der anderen Hälfte, da kommen dann die guten Häuser. So sieht das hier so aus. Amuse sends his regards. He is the greatest of all thieves. I have heard it said that he stole his gray cowl from Nocturnal herself. Das ist aber schlecht. I understand that Fathazaren is quite the conjurer. I have a small problem that you may be able to help with. The guild will even pay a reward. That buffoon Hieronymus Lex has invaded the Imperial City waterfront. Imperial watch guards from all over the city prowl the streets. Hieronymus Lex has vowed not to leave until the Gray Fox is in custody. The fox is safe, but the Thieves Guild cannot do business like this. The poor of the waterfront are kindred to the Gray Fox and will not betray him. However, cubs soon get hungry. Soon someone will break. Many guild members could be jailed. Find Methradil in the Imperial City. She is coordinating the guild's response. Okay. Shadow Hide the Hunter. Also im Endeffekt sind schon wieder die Wachen in einem Imperial City hier. Am Beefen. Oder? Best noch aktiv stellen. Ja. Und wir müssen jetzt mal uns drum kümmern, dass sie hier mal damit aufhören. So. Boah, ist das hell. Mal ganz hell hier. So, wo wird sie denn sein? Hier. Speed. Gar nicht gewohnt, wenn man immer durch die Slums läuft, dass es auf einmal so hell sein kann. I'm saving up enough for some medicine. What's it worth to you? She's hiding in Denari Amnesis' house in the Talus Plaza district. She's one of the few that escaped when Lex invaded the waterfront. Dankeschön. So, das ist, warte mal, hier vorne rechts. Talos Plaza. Die Plaza. Achso, hier. Guck mal. Da will ich hin. Ja, bitte. Sollen wir mal wieder die Dingens hier. Die Dame. Wie heißt der nochmal? Metril? Ich kenne die. Ich weiß, wie die aussieht. Das ist so eine Elfin, meine ich. So. Work with the Shadow's blessing. Siehste. Welcome to my hideout. Sieht die gleich Rüstung an? Hey. It's good to see you. These are foul times for us. Armand is under house arrest again. Our business in the waterfront is totally shut down. We need to get Hieronymus Lex to lift his siege. I have put together a plan. You and four other operatives will stage high-profile thefts all at the same time. Hopefully that will force Lex to reassign the watchman. Your target is the Arcane University. We've had our eye on Rormir's staff for some time, but have been waiting for the wizards to be distracted. This is the perfect time. Will you help us? Ja. I knew the Gray Fox could count on you. The staff is in the Archmage's room. He sleeps between 1 and 7 in the morning. Take this note. Leave it in his nightstand. Bring me the staff when you get it. I didn't think much about him when I first joined the Thieves Guild. Lately, I've been hearing odd things, though. That gray cowl he wears was stolen from Nocturnal herself. Can you imagine having the nerve to steal from a Daedric Lord? Yeah. Shadow hide you. Einen Augenblick geben.
Hat geklingelt. So. Also, wir sollen jetzt den Stab klauen, ne? Hier den vom Leiter der Arkan-Universität. Und wir kriegen immer mehr Input vom Grey Fox. Bin ja mal gespannt, was uns das bringen wird. War ich hier schon mal? War ja doch noch nie. Wieso kann ich hier hin? Warum ist die Flamme hier lila? Erstmal Fliegenpilze einsammeln. So. Fliegenpilze haben wir. Schön. Ich wollte mich nämlich auch irgendwann mal noch hinsetzen und ganz viel Alchemie machen. Aber dafür sammeln wir natürlich erstmal. Ich meine, ein bisschen Alchemie hatte ich ja schon gemacht. Nur jetzt immer wieder so ein paar Tränke. Naja, glaub nicht, dass das so hilfreich sein werden würde. Damit könnte man wahrscheinlich auch so ein paar Level pushen, ne? So. Hier ist nix. Schön. Oh, da sind noch Pilze. War ich die schon? Nein. Die hatte ich auch noch nicht. So, wo ist denn der Magier? Hello. Hi. My name is Hager. I don't get out much. Too many books to read. Okay. Hier hatten wir nichts zu erzählen. Nichts Wichtiges zumindest. You too. Hm? Hello, Guildmate. Da darf ich nicht. I've not always been happy with the standards of conduct in the Mages Guild, but Hannibal Traven's reforms are quite encouraging. I see. Calendil runs a nice place at the Mystic Emporium. He has a good selection of soul gems and other things. It's always rats for the new associates. Is it some initiation test or something? No doubt. Have you ever spoken with Varnado at the Best Defense? If you want to learn about heavy armor, Varnado is the one to talk to. What do you think? Does that new arena combatant even stand a chance? Goodbye. Hä? Bye. Die quasseln mega viel durcheinander. Ohne Sinn und Verstand. What do you want, Retton Trash? Ey. Why do the guards insist on letting you rabble inside university grounds? Take your pedestrian gawkery to the arena. Begone. Was ist los mit dem, Alter? May the wind be on your back. Danke. Hm? Yes, yes, I'm sure you've got something exceedingly important to say. But the apprentices do not teach themselves, now do they? Good day. Okay. Sau viele sind richtig, richtig, richtig unhöflich einfach nur. Warum überhaupt ihr unhöflich zu den Bretonen? Warum seid ihr so unhöflich zu den Bretonen? Was haben die euch getan? Wir müssen warten wahrscheinlich bis morgens, ne? Wir haben 4, 10, das heißt 11 Stunden. Dann ist es 1 Uhr. Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. 7, 6, 5, 4, 3. Okay, ich habe überhaupt nicht richtig gerechnet. Stopp, stopp, stopp. Ja, jetzt wollen wir hier mal rein. Bin ich mich hier hinten in der Ecke? Man sieht mich hier nicht. For the love of Azura, can't a man have a bit of privacy? Get out of here! Ja, okay. Ich dachte, da wäre jetzt. Hä? Greetings, Guildmaid. What's going on with you? They say that King Hel. Da muss ich hin! Warum bist du hier? Bin ja schon weg. Okay, versuchen wir es nochmal. Wann pennt der denn mal? Hello. I don't know that anyone in Cyrodiil drives a harder bargain than Palinuria at Divine Elegance. Junge, kannst du mal bitte von dem Teleporter weggehen? Ich versuche hier hoch zu gehen.
Das ist ja schlimm. Ich hab doch hier den Dingens jetzt gerade höher bekommen, ne? Wie heißt es denn nochmal? Illusion. Vielleicht habe ich ja irgendwas, was mir dabei hilft. Nein, brauche ich 50 für. Ich. Das kann ich gebrauchen. Glaube ich. Ich will mal gucken. Hello, Master Wizard. What's the latest? I needed some cash, so I went to see Jensen. Geil! It's good to know that there's a... Junge, das ist nicht dein Ernst. Wie kann das denn sein, dass der hier die ganze Zeit ist? Sobald ich mich bewege, hört er mich. Hier ist auch kein Bett. Ich warte mal noch eine Stunde. Und hoffe, dass der dann schlafen ist oder so. So. Hello, Master Wizard. Do you think what happened to Quatsch? Hä? Okay, andere Sache. Ich brauche Sachen. Ich brauche Tränke. Ich brauche einen Unsichtbarkeitstrank. Vielleicht hilft der mir weiter. Market District. Vielleicht komme ich mit einem Unsichtbarkeitstrank und... Etwas, was mein... Ich darf keine Geräusche machen. Ich darf keine Geräusche machen. Das heißt, wir brauchen... Klamotten und einen Unsichtbarkeitstrank. Da. Gilded Carath. War zu. Warten wir nochmal 2 Stunden. Müsste so aufmachen. Wir kriegen das hin. Wir klauen den Stab. So. Offen. Moin. Hello again. Hi. Erstmal. Alright. Restrain würde ich. Du bist, denke ich. Ich muss ausprobieren. That's das pretty good. Funktioniert. Yes, das auch. Yes, whatever you say. You're, I doubt you really okay, die that. Zwei. Die zwei gehen, die zwei sind schlecht. Je dicker das Ding ist, umso besser. So. You're not bad. I accept. Don't be silly. Not blah blah. Don't please. I'm not buying that one. Nice. Das klappt schon mal ganz gut. Not bad. You're full of it. Don't be. No more. You're frightening me. Blah. Sure. I accept. Was that supposed to be a compliment? Was? Und es hat funktioniert. That I see. So, jetzt müsste auch das Bartern bzw. das Handeln besser funktionieren. Nehmen wir mal hier. So. Also, ich brauche einen Trank, einen Unsichtbarkeitstrank. Gibt's den? Da, Strong Potion of Invisibility. Eine. No deal. Ach so, ja. Willst du mir nicht verkaufen für so wenig? Nehmen wir mal 50. Invisibility. No deal. 51. No deal. 50. You've gotta be kidding. Nee, eben nicht. 48. That's a good deal. Das geht. Sehr schön. Gibt es noch weitere? Da, noch eine Invisibility. Und was kosten denn hier Lebenstränke? Repotion of Health. Fortify Health. Restore. 81. Nein, das ist mir noch zu teuer. Das ist mir noch zu teuer. Goodbye. Okay. Also. Wieder zur Akademie hier. Und schauen wir mal. Hier können wir ja rein, das war es ja erlaubt. Hello. Und jetzt müssen wir hier warten, bis es spät ist. 20 Stunden. War mal. 20 Stunden, dann wäre wieder 4 Uhr morgens, dann muss ich den vorher stoppen. Dann hätte ich ein bisschen mehr Zeit. Ich gehe, glaube ich, um 2 hoch. Um 2 Uhr nachts gehen wir hoch. Komm schon. 1 Uhr, 2 Uhr. Creepy. Ich war das nicht. Ehrlich. Komm mich nicht raus.
Das war schon so. So. Speichern. Erstmal gucken. War klar, natürlich bist du hier. Okay. Erstmal müssen wir hier die Klamotten ablegen. Das wird nämlich sonst zu laut. Das macht alles keine Geräusche. So. Und dann Weak Potion. Greetings, Guildmate. Good evening. So, er sieht mich nicht. Er hört mich nicht. Oh. Abgelaufen. Was ist denn jetzt passiert? Ach, der greift mich an. Moment. So haben wir nicht gewettet. Ohne Vorwarnung? Das ist aber gemein. Aber das ist der richtige Quick Save. Ja, ist er. Die reicht wohl nicht. Oder er hat mich entdeckt und deswegen. Das ist möglich. Dann nehmen wir direkt die, den guten. Ja, strong. 45 Sekunden. Man sieht mich nicht. Hoch. Ah, guck mal. Ich muss die oben einsetzen. Die Potion. Nicht hier unten. Lange Leitung. Ich hoffe, der Kollege geht jetzt mal wieder nach da rüben. Kannst du dich nicht mal verziehen? Was ist denn für ein Nähe? Ja, Greetings. Gerald, das ist nicht dein Ernst. Komm, jetzt aber. Sehr gut. Das geklappt jetzt? Ich glaube, es hat geklappt. Ich glaube, es hat geklappt. So, jetzt gucken wir erstmal. Mal leise sein, ne? Ich habe ja. Ja, sehr gut. Nichts an. Very hard. Probieren wir aus. Nein, auf dem letzten. Ich hab's doch immer fast. Fast. Das ist es halt. Fast. Nicht ganz. Och, das gibt's doch nicht. Okay, es ist ein very hard Block. Oh. Und dann hat der so einen Müll da drin. Eine Potion. Armer Schlucker, du. Mann. So. Save. Hier. Yes. Oh. Die sind viel wert. Er schläft noch. Dawn and Quarter Tremor was mildly amused. He swallowed his love. Mitnehmen. Da ist doch ein... Children of the Sky, Speechcraft increased. Nice.
Das Firmament. Auch nice. Nehmen wir die Bücher hier mit. Fast alle was wert. Kann ich wieder bei Onga oder Olaf oder wie hieß er? Oga. Ich glaube, er hieß Oga. Onga? Ich glaube, Onga. So. Gemischte Taktiken. Ich gehe davon aus, dass der relativ schnell aufwachen wird, wenn wir jetzt hier zu viel Krach machen. Von daher. Muss ja auch neben dem Stab noch was ablegen, fällt mir gerade ein, ne? Wo ist denn die Quest? Sorry, dass ich nackt bin, aber wenn ich nackt bin, habe ich... Ich mache weniger Geräusche. So, Waterfront, Thief Skills, Rome and... Supposed to leave in his nightstand. So. Das ist der Draws. Den Stuff habe ich? Nee, ich muss nicht leaven. Ich muss noch was in seinen Nightstand reinlegen. Und ich höre... Liegen bleiben. Da. Meiner. Alles nur Einser. Hier ist ein teureres Buch. Hier ist auch nochmal ein teureres Buch. Noch ein teures Buch. Und noch welche? Nein. Ah, hier noch eins. 10. Ja, damit. Geld ist Geld. Das war jetzt dumm. Ich hätte den fast, glaube ich, aufgeweckt. So, speichern. Oh, ich habe jetzt Quicksave gemacht. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. So, den habe ich auch. So, jetzt müssen wir nur noch raus hier. Ich muss die Potion nehmen. Schiss, dass der mich sonst sieht. So, wo ist sie? Ach, hier! Ich bin ein Idiot. So. Zack. Nee, ich klaue jetzt nichts mehr. Schiss, dass mich da einer sieht. So, ciao. Ich krieg's nicht hin. Wir haben alles geklaut, was wir klauen sollten. Und dann können wir nächste Folge den Stab rüberbringen zu unserer Gildenkollegin. Würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, guten Start in die Woche und bis zur nächsten Folge. Tschüss.